Nach der Pause sahen die 17.000 Fußballfans bis zur 63. Minute wenig. St. Gallen nun mit Imhof und mit Abeklum. Beide waren zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Erstaunlich, die dezimierten St. Galler spielten nun recht befreit auf. Winter auf Lavric. Constanzo sofort unter Druck gesetzt. Also, die St. Galler Spieler setzen das um, was Uri Forte fordert. Alberto Regazzoni für das erste Mal bereits mit einer freien Bahn über links. Das ist Clement Lavric. Ist nochmals gut gegangen. Lavric will angespielt werden. Ja, das war die falsche Entscheidung von Daniel Imhof. Wollte ihn hier, Fabian, frei lancieren. Chef Saibene wirkte nach einer halben Stunde aber schon sehr gestresst. Kein Wunder. Jetzt noch einmal das Heimteam. Hammerli, der ganz kurzfristig ins Team gerutscht war, weil sich Dunst nicht wohlgefühlt hatte. Dann Imhof. Und Lavric, immerhin eine Torchance. Xamax Anhang wartet seit dem 6. Februar auf einen Meisterschaftssieg. Ebenfalls seit dem 6. Februar hat der FC St. Gallen die rote Laterne der Liga. Ein Sieg gegen Xamax und die beiden Teams würden ihre Positionen tauschen. Nach 7 Minuten aus dem fußballerischen Nichts ein Knaller von Daniel Imhof an den Pfosten. St. Gallen hatte mehr vom Spiel. Xamax fand den Tritt nicht und machte es dem Heimteam relativ einfach, zu Chancen zu kommen. Soprattutto per gli uomini di Saibene, che in effetti spingono sin dai primi minuti, sperando la rete già al settimo con Imhof, il missile terra-aria sparato da quasi 30 metri. Si infrange sui legni di Benedic, che come evidenzia anche il rallenti, su quel pallone non sarebbe mai arrivato. Sur sa ligne de touche, la première action, elle est pour Saint-Gall, qui rentre mieux dans la partie, une situation un peu confuse. Et puis c'est Daniel Imhof pour finir, qui tire et qui trouve le poteau de Jean-François Benedic. Un tir lointain, près d'une trentaine de mètres, mais c'est violent. Et ça a failli ouvrir le score pour Saint-Gall. Saint-Gall plus fringant. Et... Laufen, schaffen, schwitzen, schaffen, laufen. Der Chef Saibene hat für sie. Hat jeder überlebt? Der freie Tag ist halt einfach gestrichen worden. Das ist so das Haupt, der Hauptteil. Wo... Dass er blind muss dich anspielen. Tempo, Dach da rein! Satz. Die St. Galler wollten von Anfang an Präsenz markieren, ließen den Ball zirkulieren. Das ist Fabian Frey. In der Mitte, Ovona. Und schon nach 93 Sekunden führte der FC St. Gallen. Torschütze Brice Ovona. Zürich ließ sich überraschen vom Blitzstart der St. Galler. Abstimmungsprobleme im Abwehrzentrum kamen hinzu. Chef Saibene hat die richtige Stürmerwahl getroffen und wurde dafür ultraschnell belohnt. Zürich kam vorerst überhaupt nicht ins Spiel. St. Gallen aggressiv. Freistoß für den FCZ. Eggerter wollte den Freistoß rasch ausführen. Ovona faulte. Das Zepter in die Hand nehmen, der Partie den Stempel aufdrücken, aus der Favoritenrolle gerecht werden. Also wirklich komplett unterschiedliche Ausgangslagen für die beiden Mannschaften.
Fabian Frey, der heute im rechten Mittelfeld spielt. Flanke ist gut, auf Omona, Pris Omona, Tor! Was ist das für eine Geschichte? Zweite Spielminute, Pris Omona mit dem frühen 1:0 für den FC St. Gallen. Ausgerechnet Omona, der in der ersten Mannschaft der Ostschweizer noch gar nie getroffen hat, seit seiner Ankunft im Februar 2010. Da hat Chef Saibene ein sehr goldenes Händchen bewiesen. Klasse herausgespielt im Hof. Lanciert Fabian Frey auf rechts. Manier zu weit weg von Frey. Und die Flanke, die kommt punktgenau auf den Kopf von Brice Ovona, der im Zentrum dann auch vergessen ging. Peter und Teixeira waren sich nicht einig gegen Shakir Souaghi. Schenkel. Daniel Imhoff versucht es direkt. Gar nicht ungefährlich, dieser Abschlussversuch von Daniel Imhoff. Der heute also aufgrund der Systemänderung wieder von Anfang an mit tun darf. Profitiert davon, dass Jeff Saibene von einem 4-1-4-1 auf ein 4-2-3-1 umgestellt hat. Nuschi. Scarione startet. Da ist er. Klasse Zuspiel von Nuschi. Immer noch Ezequiel Scarione. Im Hof kommt er aus dem Hinterhalt. Und Michael Lang. Wieder für Ezequiel Scarione. Also der FC Zürich muss sich in allen, wirklich in allen Belangen steigern. Dann im Hinblick auf Durchgang Nummer 2. So, Manuel Eikenberger hat erste Interviewpartner. Daniel Imhoff, wenn man sich den Spielzug, der zum 1-0 geführt hat, ein bisschen angeschaut hat, der euch unter der Woche schon mal beim Training beobachtet hat, fällt doch einiges auf. Es ähnelt sich, kann man sagen, das Intensivtraining hat bis jetzt den gewünschten Effekt. Ja, ich denke schon. Wir haben einige Sachen trainiert und glaube, die Chance haben wir heute ein bisschen gehabt, die Szene zu zeigen. Und es ist wichtig, das erste Goal haben wir schon trainiert und, so, und zum Glück hat es geklappt. Vielen Dank auf der anderen Seite, der Vertreter vom FC Zürich, Ludovic Manier, nach nicht einmal zu... Urs Fischer, auch heute, mit einem blauen Auge davon. Teixeira mit dem Stellungsfehler, aber Leoni hat aufgepasst. Ist einen halben Schritt vor Nico Abeklen am Ball. Minuten nach Spielbeginn. Das nasse Terrain lud zu Weitschüssen ein. Imhoff nahm gleich die erste Gelegenheit wahr. Der nächste. Tja, und wer die Tore nicht schießt, der wird bestraft. Diese Fußballweisheit wurde von Fabian Frey widerlegt. Auch Frey konnte am torlosen Pausenresultat nichts ändern. Costanzo gegen Imhoff. Wer bekommt den Freistoß? Der St. Galler. Also der mit dem weißen Trikot. Ja, Costanzo, der da zuerst gehalten hat, hat er etwas spät gesehen, dass der Ball noch gut in Defensive heraus. Daniel Imhoff in der 69. Minute. Und es kommt Clement Labric. Und Clement... Ja, ist einfach ein leeres Gefühl, fassungslos, ja, tief schockiert und wirklich daran geglaubt. Und ja, ist einfach eine Leere da.